Hallo alle miteinander, wir sind zurück bei Copa Nito All-Star Soccer und wir gehen ins wunderschönste Spiel der Welt und werden heute mal, wir machen heute mal ein Freundschaftsspiel, weil, keine Ahnung, ich spiele mal gegen Profi. Legende ist leider noch, draußen so laut. Ja, ich will kein Golden Goal spielen. Ich glaube, Golden Goal ist ein bisschen doof. Wir spielen heute mal, weißt du, was wir machen? Wir spielen gegen Profi. Und wir machen zwei Spiele, 6 Minuten. Das sollte passen. Und dann schauen wir, wir machen 4 Minuten. Ich wollte gerade sagen, 6 Minuten, das passt ja wunderbar. Aber wir machen einfach Zufall. Komm, alles Zufall heute. wenn wir 6 Minuten machen, dann könnte es sein, dass wir zwei, also, das ist ja immer länger wegen Einwurf und so. So, ich muss Start drücken und ich nehme die Blauen. Was sind die Roten? Ich kann die Flaggen nicht erkennen. Eventuell ist es, ich will nichts Falsches sagen. Keine Ahnung, was es für Flaggen sind. Gut, Leute, wir spielen Copa Nito. Wo ist eigentlich der Ingame-Sound? Der kommt bestimmt gleich. Wo sind die Fans? Ich will die Fans hören. Oh, was ein schlechter Pass. Und was eine schlechte Grätsche. Aber die Grätsche war dafür umso besser. Und jetzt gehen wir hier schön über außen. Ah, schade, Mann. Da hat er die Grätsche gut gesetzt. Das muss man ihm lassen, ne? Ich komme hier gerade ein bisschen durcheinander. Ah, wunderbar. Und jetzt aber. Da kommt er von hinten. Ich muss aufpassen. Oh, das war ein Riesenfehler. Scheiße. Das war ja ein riesiger Fehler. Oh mein Gott. Nein, ich habe meinen eigenen Mann umgegrätscht, aber da habe ich den Ball. Und jetzt aufpassen, genau, schön der Grätsche entgangen, aber da konnte ich ja nichts mehr machen. Ich habe die ganze Zeit den Kerl gesucht, den ich anspielen kann, also mein Mitspieler, aber ja, das war nicht so gut. Also was heißt, das war nicht so gut? Ah, da drängen sie mich hinten rein, oh, was eine Feder! Den macht er nicht. Nee, er läuft ins Aus. Das ist in Ordnung. Wenn der Profi von da schon Tore schießt, ne, dann will ich gar nicht wissen, was die Legende macht. Heide Witzka, ey. So, Einwurf. Schön gespielt, schön ausgespielt. Jetzt hier über die Außen. Da können wir vielleicht... Ja, schön. Da haben wir ein bisschen Platz. Okay, nice. Jetzt hier über die Außen. Ah, Mann. Die Pässe gelingen mir manchmal noch nicht wirklich gut. Ich weiß nicht genau, warum. Und... Ah, schade. Die Grätsche war richtig schlecht, aber da haben wir gut den Ball weggenommen. Nice. So. Und ich wollte gerade sagen, wir probieren vielleicht einfach mal hier den Schuss zu nehmen, aber dann vielleicht jetzt einfach mal. Ah, falsch rum angeschnitten. Ja. Ah, leider. Leider in die falsche Richtung angeschnitten. Das passiert alles immer so schnell beim Schießen. Da musst du wirklich richtig aktiv spielen, dass es so richtig in die Gewohnheit einfach reingeht, weil das ist manchmal dann noch sehr ungewohnt, dass du den Ball dann halt auch nochmal so anschneiden kannst. Wir müssen ja aufpassen, das Tor, das Gegentor geht ganz klar auf meine Kappe. Ich sage in der Sekunde noch, wir müssen aufpassen hier und bam, Gegentor, weil wir da halt einfach den schlimmsten Ballverlust unseres Lebens haben und das ist nicht gut. Jetzt haben wir hier ein bisschen Platz. Nein, ich wollte gerade schießen. Ich war ein bisschen durcheinander, weil ich wollte eigentlich nicht zu ihm passen. Ich wollte eigentlich zu dem anderen passen, der vorne mitstand. Und dann war ich halt einfach ein bisschen überrascht darüber. Oh, fuck, Mann. Ich war einfach überrascht, dass der Ball dann so gut durchkam. Weißt du, ich stand ja... Ich hätte einfach schießen müssen wahrscheinlich. Aber es steht noch nur 1-0. Das heißt, wir kommen hier mit, ne? Also es ist gar nicht mal so mega übel. Einwurf für uns, ganz klar. Kein Foul. Never foul. Immer Einwurf. Bam, Leute. Nice. Jetzt hier über außen. Ah, er hat den scheiß Ventilator angemacht. Da brat mir doch einer einen Storch, ey. Und... Komm schon, Nachschuss. Das war auf jeden Fall schon mal knapp. Und das war eine gute Torchance, ja. Wir sehen also, wir können hier gegen den Profi auch Stiche setzen. Sehr schön. Und jetzt vielleicht. Ah, Mann, ey. Oh nein. Okay. Das war ja so schlecht von ihm gemacht. Alter. Ah, Mann, ey. Und dann habe ich da ja eigentlich den Platz, den ich brauche. Er grätscht vorbei und ich könnte da was machen, aber...
Ah, Mann. Wie kann man denn die Grätschen vorbeisetzen? Der ist aber nicht drin, oder? Ich wollte gerade sagen, wenn der reingegangen wäre, dann hätte ich mich aber beim obersten Gerichtshof hier, aber da hätte ich mich beschwert, wollte ich sagen. Ich musste mich nur kurz konzentrieren. Da hätte ich mich beschwert, weil das wäre ja beschiss gewesen. Aber offensichtlicher Betrug. Betrug am Mann, ey. Lugo Betrugo. Nein! Als ob der war doch noch nicht über die Linie. Der war doch nicht, der war doch auf der Linie. Das allergrößte Problem ist einfach, dass ich hier keine Tore mache. Ich meine, klar, die zwei Gegentore kann man vielleicht verhindern irgendwie. Also klar, das erste Gegentor war ja ganz, ganz schlimm. Das zweite Gegentor kann man mit Sicherheit auch irgendwie verhindern. Aber... Als ob! Das ist halt einfach schlimm, dass ich hier keine Tore schieße. Ja, und dann, ich meine, was, ich, ja, natürlich, das ist nicht die Entscheidung ist schon vorher gefallen, aber. Es wäre schön, wenn ich hier noch einen Ehrentreffer hinkriege. Alter. Was mir natürlich auch ein bisschen. Nee! Der Ball will aber auch nicht reingehen. Gut, das erste Spiel haben wir also 3-0 verloren. Das ist, wir sind Puerto Rico. Okay, und wir spielen gegen den Vietnam. Boah, fuck, ey. Der Ball will aber auch nicht reingehen, ne? Der Ball will aber auch nicht reingehen. Gut, spielen wir nochmal. Spielen wir nochmal. Ich weiß gar nicht, ob die Mannschaften irgendwelche Unterschiede haben. Ich will die spielen. Ich weiß nicht. Rote Trikots sind mir... Irgendwie rote Trikots sind immer meine Gegner, habe ich das Gefühl. Ich mag euch nicht, rote Trikots. Oh, meine Güte. Aber egal. Zweites Spiel, zweite neue Chance. Ne? Du wirst jetzt abschließen mit dem letzten Spiel. Autsch. Und uns hier konzentrieren. Ne? Keine dummen Gegentore. Ich habe gesagt, keine... Warum? Fragt man sich, warum? Wie kann ich einfach 5 oder 6 Grätschen in Folge daneben setzen? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Meine Güte. Was machen Sachen? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Okay, okay, okay. Wunderschön. Wir haben da in irgendeiner Form... Ist okay. Wir haben da was gemacht. Das ist gut. Ich würde gerne da hinlaufen. Hallo. Verteidige das doch mal. Ich wollte gerade sagen, ey, wenn das jetzt hier daneben gegangen wäre, ne? Mann! Oh, da war er eigentlich schon durch. Zum Glück hat er da nochmal hinten rumgespielt, weil er sich wahrscheinlich auch nicht ganz sicher war, ob er das jetzt so durchziehen kann. Naja. Nein, 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 nein. Torwart, Torwart, was machen Sie denn? Den kann man auch mal halten, Kumpel. Den kann man auch mal halten, Kumpel. Man sieht hier gerade, dass Profi einfach auch noch eine extreme Schwierigkeit für mich darstellt. Ich weiß halt gar nicht, wie ich mich durch das... Feld spielen soll. Ich weiß halt gar nicht. Wie kann das passieren? Wie? Sehr gut. Sehr gute Passstaffette, ne? Sehr gute Passstaffette und wunderschönes Tor. Das ist nochmal ein Anschlusstreffer. Wir sind erst in der 30. Minute hier im Spiel. Wir können das noch drehen, ja? Also ich habe noch nicht aufgegeben, Leute. Das war ein richtig konsequenter, durchgeführter Spielzug. Und das gibt mir Hoffnung. Ja, wir müssen schnell spielen, ne? Man darf den Leuten halt einfach keine Zeit geben. Oh mein Gott, ich habe meinen eigenen Mann umgeholzt. Und diese Grätschen dürfen halt einfach nicht vorbeigehen. Ich weiß nicht, was das soll und wieso das immer so ist und überhaupt und sowieso. Ja, und da werde ich halt... Ja, ich weiß nicht, wie ich da an den Ball kommen soll. Das allergrößte Problem. Das Opferding hat schon 4 Tore gemacht da. Der blaue... Ich wollte gerade sagen, der mit der blauen Nase, aber...
Die haben fast alle blaue Nasen. Und er macht erstmal seinen... Ja, ja, ja. Komm schon. Komm schon. Yes! Ich hab's geschafft. Der Föhn ist echt ausgegangen, der Ventilator. Und dann hab ich's noch geschafft, ey. Richtig stark, richtig cool. What the fuck? Wow. Das war... Alter, und ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich hab noch eine ganze Halbzeit Zeit für fucking 2 Tore. Das ist möglich. Das ist möglich, ey. Ah, schade. Als ob, ich bin doch da hingegrätscht. Ich verstehe das nicht. Ich muss doch da sein. Ich bin doch da. Das ist einfach so schwierig. Es ist einfach so schwierig. Der geht halt an den Außenpfosten und... Och, Mann, ey. Keine Ahnung, warum mein Spieler da nicht irgendwie... Und dann wieder das Problem, dass die Grätschen einfach alle vorbeigehen, ne? Das ist einfach so ein schreckliches Leben. Ich kann nicht verteidigen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um zu verteidigen. Ich komme halt einfach nicht ran an die Leute. Und die kommen immer an mich ran. Weißt du, ich bin immer so... Und dann so ein schlechter Pass in die Mitte. Unfassbar. Da fehlen dir echt die Worte. So, das haben wir jetzt mal gut verteidigt. Mal gucken, ob wir jetzt den Ball nach vorne tragen können. Ja, das ist halt zu nah am Torwart, ne? Der kommt dann da raus und... Ah, und dann macht er den. Ich werde halt einfach vorgeführt, ne? Ich werde vorgeführt und komplett auseinandergenommen. Wow. Leute, das Spiel hat auf jeden Fall Schwierigkeit, ey. Ja, und dann hast du halt so einen Schuss von der, ne, von der Zentralen irgendwie und probierst ihn trotzdem ein bisschen anzuschneiden und dann geht er halt trotzdem vorbei. Da ist das Tor. Das war schön. Eine mega gute Balleroberung. Direkt geschossen. Das baut halt auf, ne? Das macht dann nochmal ein bisschen... Da, wir können uns das nochmal angucken. Da sehr schön hingegangen und dann halt den Schuss früh genug gelöst. Das war halt auch relativ wichtig da in der Situation, damit der Torwart dann nicht nochmal die Grätsche setzen kann, aber... Ja. Er steht hier halt 3-7, ne? Das, was ich im ersten Spiel so gut geschafft habe, ne? Die Verteidigung, das schaffe ich halt hier überhaupt nicht. Und das, was ich im letzten Spiel so... Warum kriege ich den Ball da nicht in die Mitte gepasst? Warum? Das verstehe ich auch nicht, ey. Du Arschloch! Du kleines Arschloch! Ich wollte auch meine Spezialfähigkeit noch einsetzen. Ich bin so doof. Ich habe mich so darauf konzentriert, die Spezialfähigkeit einzusetzen, dass ich vergessen habe zu schießen. Naja, Leute, das waren 2 Spiele gegen Profi. Ja, ihr seht, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit, die da gemacht werden muss, damit wir da, oder damit ich da mithalten kann. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen und ja, keine Ahnung, spielt jemand von euch das Spiel? Habt ihr Interesse an dem Spiel? Lasst mir das gerne mal in den Kommentaren da und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.